Herr Weber, begrüße Sie ganz herzlich heute hier auf der Buchmesse. Soeben im Theiss Verlag ein neues Buch von Ihnen erschienen, Neues über die alten Römer. Die alten Römer, kann man überhaupt noch was Neues sagen? Das fragt man sich natürlich, aber dieses Buch geht zurück auf viele Fragen, die an Sie gestellt worden sind, an Sie als Experten für die Kulturgeschichte des alten Rom und der alten Römer. Und Fragen, die Ihre Schüler an Sie gestellt haben. Sie haben lange Jahre als Lateinlehrer unterrichtet. Aber auch Fragen von Zuhörern Ihrer Vorträge von unterschiedlichster Seite. Fragen über die alten Römer. Und Neues dazu gibt es zu berichten in diesem Buch offensichtlich. Das hätte ja auch anders heißen können, das Buch, ne? Ja, mein Vorschlag war zurückgehend auf eine Befragung von 10-jährigen Lateinschülern nach ein paar Wochen Lateinunterricht. Was gefällt euch besonders gut am Lateinunterricht? Was gefällt euch nicht so gut? Eine Antwort eines Mädchens, schriftlich vorgelegt. Ich finde am schönsten, wenn Herr Weber über römische Klos erzählt. Das war ja ein Titel, den ich dem Verlag vorgeschlagen habe, den der Verlag aber nicht so mochte. Nicht seriös genug, nicht. Also am schönsten ist es, wenn Herr Weber von römischen Klos erzählt. Das tut er auch in dem Buch, der Herr Weber. Wir haben einen Artikel über Mitsitzer. Mitsitzer. Was hat das jetzt mit dem... Also auf dem Klo sitzt man ja gemeinhin heutzutage jedenfalls allein, aber nicht bei den alten Römern. Das war ja der Grund, warum die Schülerin gesagt hat, am schönsten ist es, weil es so furchtbar anders ist und weil man dann zuerst mal sagt, ja, das war die unmittelbare Reaktion. Einfach die Tatsache, dass es dort keine getrennten Kabinen gab, sondern dass man auf einer Bank zusammen saß und die ganze Sache natürlich ausgesprochen publikumswirksam in gewisser Weise war und sehr kommunikativ. Man konnte sich zu Abendessen und dergleichen verabreden. Man konnte natürlich auch ganz schnell wieder weg sein, das wissen wir nicht so ganz genau. Und der Mitsitzer ist im Lateinisch der Konzessor, der mit mir gemeinsam dort auf dieser Latrine sitzt. Ein ganz tolles Beispiel sind die römischen Prachtlatrinen, die sogenannten Prachtlatrinen. Interessantes soziologisches Phänomen. Dort hat sich die Oberschicht dann einen Raum geschaffen, in den vermutlich kaum ein anderer reinkam, aber mit Stuck, mit Marmor, wunderbar ausgestattet, sodass eben der Ort des Defekierens geradezu nobilitiert wurde. Also wir hören... Ein Klischee stimmt schon mal nicht, was wir sonst so gängig über Toiletten haben. Ja. Ein anderes Klischee, das wir ja auch gängig von der Antike haben, ist, dass sie eine große Ehre gegenüber dem Alter. Die Alten, die Weisen, die Ratgeber, die man fragt. Es findet sich aber in Ihrem Buch ein Artikel, der heißt 60-Jährige von der Brücke. Was muss man sich darunter vorstellen? Also zunächst mal will ich das ausdrücklich bestätigen, was Sie gesagt haben. Und man sieht es ja auch, also das zentrale Politorgan der Römer war in der Republik der Senat. Die Senes sind eben die Alten, die Erfahrenen, in denen also ganz viel politische Weisheit steckt nach römischer Auffassung. Aber das, worauf Sie jetzt anspielen, ist so ein Slogan, der offensichtlich in graue Vorzeit zurückging, als man möglicherweise, genau wusste das keiner, ältere Menschen, weil sie zusätzlicher Esser war, so brutal sich das anhört, also sich deren entledigt hat, indem man die von einer Brücke sozusagen in den Tiber runtergeschubst hat. Den Römern war das hinterher selbst sehr peinlich und dann haben sie versucht, andere Vorstellungen damit in Verbindung zu bringen. Und eine andere war, dass es eben zu den Wahllokalen auch Brücken hinging. Und dass man sozusagen im übertragenen Sinne meinte, die Alten sollten irgendwann auch mal kein Stimmrecht mehr haben, sondern die Jugendlichen zum Zug kommen und deswegen im übertragenen Sinne die 60-Jährigen von der Wahlbrücke gewissermaßen hinunterwerfen. Ja, insgesamt rund 75 Einträge, Stichwortwörter gibt es in diesem Buch und eine Menge Zwischenfragen, die Sie auch beantworten. Unterhaltsame Lektüre. Neues über die alten Römer.